Und die Bieler können sich über einen gelungenen Saisonstart freuen. Heute gegen den Meister möchten sie ihren guten Lauf weiterführen. In der dritten Minute sorgt das Heimteam bereits für Gefahr vor dem Davoser Kasten. Fabian Lütti versucht's und drin ist die Scheibe. Oder doch nicht? Das muss das Video klären. In der Zeitlupe ist nicht ganz klar zu erkennen, ob die Scheibe nun hinter der Linie ist. Baschu fischt den Puck im letzten Moment aus dem Tor. Doch erfolglos. Schiedsrichter Koch gibt den Treffer. Der Puck ist mit vollem Umfang hinter der Linie. 1:0 für Biel. 2 Minuten später, Davos noch etwas in der Schockstarre. Biel nutzt die Gelegenheit, Haas zu Spailo und der eiskalt zum 2:0 für das Heimteam. Eine Klatsche für die Gäste, 2:0 nach 5 Minuten Spielzeit. In der 17. Minute wieder Jubel der Bieler Fans. Doch diesmal landet der Puck im Außennetz. Die Bündner sind aber noch lange nicht abgeschrieben. Ambühl profitiert hier von einem Scheibenverlust der Bieler und gewinnt den Zweikampf. Ambühl versucht's, aber scheitert am Bieler Schussmann Lukas Meili. Der rettet das 2:0 in die Pause. Drei Minuten sind im zweiten Drittel gespielt und wieder ist es Biel mit der Großchance. Davos kann aber gleich kontern. Ambühl alleine vor dem Bieler Tor. Nur Sutters Notbremse kann ihn stoppen. Schiedsrichter Koch entscheidet Penalty. Jetzt die Chance für Davos zum Anschlusstreffer. Andres Ambühl tritt an. Doch wieder kein Tor für Davos. Für die Gäste gibt es keine Verschnaufpause. Schon rollt der Bieler Express Richtung Davoser Tor. Und wieder ist der Bieler Angriff erfolgreich. Diesmal ist es Topscorer Gaeto Haas, der zum 3:0 trifft. 29 Minuten sind gespielt. Gerade haben die Gäste eine doppelte Überzahl überstanden. Doch Biel bleibt hartnäckig und kann sich in der Verteidigungszone der Davoser festsetzen. Gianni Ehrensberger findet die Lücke und es steht 4:0. Eine Minute vor Drittelsende. Im letzten Drittel treibt Arno Del Curto sein Team nochmals an. Doch die Bieler sind einfach nicht zu stoppen. Daniel Steiner trifft in der 58. Minute zum 5:0. Was für ein Albtraum für die Davoser. 28 Sekunden vor Schluss kann Davos wenigstens den Ehrentreffer erzielen. Dino Wieser trifft zum Endstand von 5:1. Für Biel wieder ein gelungenes Spiel. Das Hoch geht weiter.